Herzlich willkommen im Ulrike-Meifert-Stadion zu einem Testspiel Leckerbissen. Die Spielvereinigung Wesseling-Urfeld trifft auf den Drittligisten Viktoria Köln. Beide Mannschaften zu dieser Saison aufgestiegen. Wesseling-Urfeld in die Mittelrheinliga und Viktoria Köln in die Dritte. Und dort hatten die Höhenberger zuletzt eine englische Woche hinter sich, wo sie auch Bayern 2 überraschend deutlich mit 2:5 schlagen konnten. Viktoria mit einer BL von rechts nach links und Tico nach 14 Minuten bereits mit dem 1:0, voller Name Ernesto Caterala Jimenez. Der junge Mann aus der zweiten Mannschaft kommend macht das 1:0, das wird Pavel Dotschev gefallen, der natürlich seine Stammelf etwas schonen möchte und auch durchaus das ein oder andere Experiment heute gegen den Mittelrheinligisten wagt. Das war auf jeden Fall klasse gespielt. So will er das am DFB-Pokal-Wochenende sehen, wo Viktoria ja keine Rolle spielt. Und auch hier wieder Tico mit der Chance, aber den zieht er dann doch weit am Tor vorbei. Wieder nach Vorlage von André Day, der auch diese wunderbare Flanke zum 1:0 geschlagen hat. Aber auch die Gastgeber zeigen sich mal. Severin Scholz, drittbester Torschütze in der vergangenen Saison, hier mal mit dem Abschluss. In der Pause Franz Wunderlich, der sportliche Leiter der Höhenberger, mit Jupp Farkas, dem Wesseling-Trainer, im Gespräch. Die beiden hatten vor ca. 3 Wochen das Testspiel organisiert. Dann gab es eine strittige Szene. Der eingewechselte André Jarisow knallt mit Suriel Naja zusammen. Die Faktenlage ist klar, es gibt Elfmeter. Hier können wir es auch gut in der Wiederholung sehen. So darf er da nicht rangehen. Und den Elfmeter schießt Sven Greier. Rechts an den Pfosten dieser Ball, das wollte er zu genau wissen. Doch der 28-jährige Mittelstürmer lässt sich nicht beirren und versucht es wieder. Aber auch hier geht der Ball an den Pfosten. Auch der Nachschuss geht am Tor von Jarisow vorbei. Dann mal Ecke für Viktoria. Und Davita macht das 2:0. Dario Davita, 19 Jahre jung, der Innenverteidiger aus der eigenen Jugend kommend, macht das sehr gut. Nach der Flanke von wieder André Day, der seinen zweiten Treffer vorbereitet. Wir schauen noch einmal drauf. Wieder richtig starke Flanke. Dreht sich gut. Und da steigt der Innenverteidiger einfach mal hoch und platziert ihn richtig gut. Doch auch die Spielvereinigung bleibt aktiv. Schöner Kopfball von Kuschinat. Und Gazi setzt ihn dann ganz weit am Tor vorbei. Die Mannschaft von Jupp Farkas hat sich natürlich noch nicht aufgegeben. Hier ist sein Sohn. Hier ist Daniel Farkas. Anschlusstreffer. 68 Minuten sind rum, der war richtig gut platziert, dabei trifft er gar nicht mal so oft das Tor, nur 2 Tore in der vergangenen Saison und somit macht es der Kapitän und zwar mit Bravour, wie wir auch in der Wiederholung sehen können, denn der dritte Torwart von Viktoria, Marc Depta, hat bei der Verteidigung dieses Tores keine Chance, auch wenn der etwas glücklich an den Pfosten geht. Jetzt will Pavel Dotschev natürlich eine Antwort seiner Mannschaft sehen und die kriegt er auch. Wieder Sven Greier, den macht er besser, den macht er rein. Der in Düsseldorf geborene Stürmer fungiert sonst als Joker von der Bank. Hier macht er es souverän nach der dritten Vorlage von André Day, der richtig stark aufspielt. Die Antwort fällt also nur 2 Minuten nach dem Gegentreffer. Viktoria Köln bleibt seiner dominanten Rolle treu. Und macht weiter mit dem eingewechselten Steffen Lang, der wieder zu Fall gebracht wird von Jarisow. Es gibt erneut Elfmeter und diesmal wird das für den besten Mann auf dem Platz reserviert, für André Day. Aber auch der setzt ihn als Aluminium, das gibt's doch nicht. Sie wollen es heute alle zu genau platzieren, die Elfmeter für Viktoria Köln. Ein Schwachpunkt, den sie hier heute ausgearbeitet haben und dringend verbessern müssen. Noch einmal Tico mit diesem klasse Dribbling, aber der Ball geht am Tor vorbei. Und dabei bleibt es dann auch. Viktoria Köln gewinnt verdient mit 1:3, dennoch hat Wesseling-Urfeld stark dagegen gehalten. Jupp Farkas ist stolz auf die Leistung seiner Mannschaft und erklärt uns außerdem, wie diese Partie zustande gekommen ist. Erstmal muss ich mal Franz Wunderlich bedanken. Ich habe vor 3 Wochen den Franz angerufen und gefragt, ob er nicht uns helfen könnte mit einem Freundschaftsspiel. Direkt zugesagt. Pokalwochenende, wo Viktoria leider nicht dabei ist. Ja, und haben heute ein Spiel gesehen, wo ich sagen muss, meine Mannschaft musste alles geben. Das hat jeder gespielt, jeder 45 Minuten von uns. Und wir haben läuferisch gut zugehalten. Aber man muss sehen, da sieht man schon die Qualität. Eine Drittligamannschaft mit guter fußballerischer Qualität, die uns schon,
viele Sorgen bereitet hat. Aber ich sage ja, die Jungs haben gekämpft. Viktoria hat ja noch zwei Elfer noch gehabt. Das Ergebnis ist wahrscheinlich höher ausgefallen. Aber 3-1 ist für die Jungs natürlich eine Motivation, wo sie auch gesehen haben, dass man auch auf so einem Level mithalten kann und da nicht einfach abgeschossen wird. Natürlich kann die Spielvereinigung aus diesem Spiel einiges an Selbstbewusstsein tanken. Pavel Dotschew und Viktoria Köln gehen sicherlich auch mit neuen Erkenntnissen in die nächste Drittligapartie gegen die Spielvereinigung aus Unterhaching. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.